Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Randoms Monday. Und Sleazy, der kaut hier immer noch auf seinen zwei Packungen Kaugummi rum. Das geht mir sowas von auf die Nerven. Oh! Da geht's ja noch weiter. Ich kann gut verstehen, warum einige der Jungs ihn für einen Snob hielten. Es war seine ruhende Art. Wie er ging und sprach, das war schon ungewöhnlich hier. Er schlenderte herum wie einer, der in einem Computerspieleladen herumspaziert und den nichts auf der Welt bedrückt. Als ob er einen unsichtbaren Mantel anhätte, der ihn beschützt. Ja, ich glaube, man kann sagen, dass ich Randy von Anfang an mochte. Hallo Jungs, ich bin der Neue. Gut, du hast uns gerade noch gefehlt. Bin nicht sicher, ob mir das gefallen wird. Entspann dich, Kleiner. Du kannst uns vertrauen. Stimmt's, Jungs? Stimmt. Meistens. Ja, wie auch immer. Wir haben eine Menge üble Sachen über dich gehört, Bruder. Die Leute reden, als wärst du ein richtiges Monster. Stimmt das? Wenn mir das Leben hier drin einfacher macht? Ja, stimmt. Ich bin das Monster. Gut gesagt, Monster. Und wie heißt du? Hicks. Randall Hicks. Randy der Rookie. Ich mag dich, Mann. Komm, spiel mit uns. Wir trainieren für den Inter-JVA-Weitspuck-Wettbewerb. Komm schon, zeig, was du drauf hast. Scheiße, immer dieses Randy. Nein, danke, mir ist gerade nicht danach. Ach. Randy, Randy, Randy. Ich hab nicht gesagt, spiel mit, wenn dir danach ist. Aber du bist neu hier, also gebe ich dir dies eine Mal. Und jetzt... Spuck! Okay, los geht's. Das ist alles? Sag, dass das nur ein Ausrutscher war. Das war nur ein Ausrutscher. Echt jetzt? Mehr geht bei dir nicht? Komm schon, versuch's noch einmal. Okay, wenn's sein muss. Ach, komm schon. Das kann meine kleine Schwester ja besser. Was ein Schwächling. Weißt du was, Randy? Dir fehlt das nötige Etwas. Wenn du hier drin überleben willst, musst du dir Eier wachsen lassen. Mami kann dich hier nicht an der Hand halten. Jetzt verpiss dich. Will nicht, dass uns jemand für Freunde hält. Da ist der Wondermatic-Vertreter. Ich will... Studier keinen... Das ist alles? Mann, du wirst immer schlechter. Motherfucker. Weiß gar nicht, was ich falsch mache. Hey, gib nicht auf, Neuling. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du wüsstest, was ich hier schon alles erlebt habe. Hey, wisst ihr noch, der Typ, der immer Buttermilch getrunken hat, um die Spucke anzudicken? Ha, wie hieß der noch? Das war Johnny, Johnny Knives. Genau. Der Bastard hat eine Menge Rekorde gebrochen, damals. Und was ist mit Lester? Der Typ war ein Mathe-Genie. Und Mann, oh Mann, wie der das für sein Spucken eingesetzt hat. Wie bitte? Der hat beim Spucken Mathe benutzt? Mensch, Neuling, Spucken ist nicht so einfach, weißt du? Man muss auch mal ein Köpfchen benutzen. Der Typ konnte die Erdbeschleunigung zu seinem Vorteil nutzen. Und so Bradleys alten Rekord brechen. Ja, ja. Das war wirklich Hochleistungssport vom Feinsten. Oha. Hey, dich kenne ich doch. Du warst so eine Art Vertreter, oder? Ja. Ich habe früher für Wondermatic Industries gearbeitet. Wie auch immer. Du solltest deinen Vorgesetzten mal erzählen, dass euer Zeug echt gefährlich ist. Das wird schwierig. Ich bin gefeuert. Wie kommt's? Tja, ich hatte ein bisschen eine schwere Zeit. Konnte nicht mal ein Heftklammerapparat an den Mann bringen. Ich verlor beinahe mein Haus und hatte Schulden bis über beide Ohren. Aber dann machte ich das Geschäft des Jahrhunderts. Das Geschäft, das jeden Vertreter von Neid erblassen ließ. Ein Geschäft, das sogar den Tod selbst beeindrucken würde. Klingt toll. Tja, naja, ich brachte einen armen Schlucker dazu, fast das ganze Sortiment zu kaufen, aber...
Aber? Einer meiner Vorgesetzten kriegte das spitz und kam mir zuvor. Ist nicht wahr. Und was dann? Bin zu ihm hin und hab ihn umgelegt. Ohne Scheiß jetzt? Unter uns, ganz so war's nicht. Weißt du, die Leute übertreiben ja gerne. Tatsächlich habe ich ihn kaum berührt. Seine Krawatte verfing sich im Aktenschredder. Was für eine Sauerei. Oh, kommt mir irgendwie bekannt vor. Übrigens, der Schredder, war das ein Wondermatic? Ja. Jetzt, wo du sagst, fällt's mir auch auf. Die Geräte sind echt gefährlich. Tja, man hat's mehrmals gesehen an Matt seinen Sachen. Er hat sich in den Mixer, schiebt er sich ruhig in den Dings rein, in den Ofen, explodiert dann. Dann schiebt er sich in den Mixer rein oder stirbt einfach mal im Dings, im Kühlschrank. Und dann kommt er auch noch mit diesem Wonder, dann kommt er auch noch mit dem Revolver Matic 9000 und dann schießt er sich auch noch selbst in den Kopf. Und jetzt ist deswegen Randall im Gefängnis oder warum auch immer. Er ist auf jeden Fall ein Monster. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber, Kennst du die Typen, die man die Schwestern nennt? Klar, die sind hier ziemlich bekannt. Aber so freundlich, wie die tun, sind die in Wirklichkeit gar nicht. Tja, naja, versteht sich irgendwie von selbst, oder? Glaub mir, die willst du nicht als Freunde haben. Oh, das glaube ich gern. Ich wollte bloß in die Bibliothek rein und die stehen vor der Tür Wache. Ich komme nicht rein. Dann lass es. Das ist Plan B, aber hier scheint es nicht viel Beschäftigung zu geben und ich muss so langsam echt mal wieder ein gutes Buch zur Hand nehmen. Ich weiß, was du meinst. Und weißt du was? Ich helfe dir, Neuling. Aber du schuldest mir was, okay? Ja, klar. Die Schwestern haben so eine Art Codewort. Ein Passwort? Ja, so eine Phrase, die sie benutzen. Wenn du ihnen klar machen kannst, dass du dazugehörst, müssen sie dich durchlassen. Woher willst du das wissen? Sagen wir mal, wir hatten schon miteinander zu tun. Ich will es gar nicht so genau wissen. Wie lautet das Passwort? Red mit ihnen und benutze diese Worte. Klaatu Barada Nikto. Das kenne ich irgendwoher. Wiederhole. Klaatu Barada Nikto. Nochmal. Reicht schon, ich hab's gespeichert. Sehe ich wie irgend so ein Vollidiot aus, oder was? Danke, du hast dein Gut bei mir. Was hältst du von dem Laden hier? Tja, gar nicht so übel, wenn man sich etwas eingelebt hat. Erst ist es ziemlich hart. Die Neulinge haben's am schwersten. Was du nicht sagst. Irgendwann vergessen sie dich. Kleiner Tipp, verhalt dich einfach unauffällig. Verstehe. Weiß nicht, ob das möglich sein wird. Ich scheine ja schon einen gewissen Ruf hier drin zu haben. Stimmt. Die Leute erzählen üble Sachen. Was für Sachen? Komm schon, mach dir keine Gedanken. Vergiss es einfach, oder es wird nur unnötig hart. Du weißt ja gar nicht, wie recht du hast, Kumpel. Weißt du, wie man Sprengstoff selber herstellen kann? Sprengstoff? Sehe ich aus wie jemand, der sich mit Sprengstoff auskennt? Ja, wer mit gefährlichen Sachen hantiert, dann... Ja nie. Nun ja, tut mir leid. Meinst du wirklich, du solltest mit Sprengstoff rummachen? Ja, der ist nicht für mich, sondern für einen Freund. Na sicher. Kennst du jemanden, der mir weiterhelfen kann? Mit deinem Ruf glaube ich kaum, dass viele Leute überhaupt was mit dir zu tun haben wollen, geschweige denn dir helfen. Nicht alle sind so wie ich. Obwohl... Obwohl was? Vielleicht kannst du Sleazy fragen. Der Typ kann wirklich alles besorgen. Hab ich schon gehört. Na dann. Man ja, und er noch. Will mir einen Panzer muss morgen... besorgen. Oh, Alter, wie ich dieses Geräusch, wie ich das hasse, wenn die ganze immer so, so rumschmatzt auf seinem Kaugummi, Alter. Das bringt mich richtig. Das bringt mein Blut zum Kochen. Komm, Murray, hi. Murray? Was zum Geier ist denn mit dem Koch los? Ja, der ist schlecht drauf. Aber er kann nichts dafür. Als er klein war, hat ihn sein Vater gezwungen, seinen Hamster aufzufressen. Oh mein Gott. Als er sein Zimmer nicht aufgeräumt hatte. Im Ernst? Ich meine es immer ernst. Damals entstand wohl sein fieser Charakter und seine Kochleidenschaft. Erstaunlich, aber wissen Sie was? Ich koche auch leidenschaftlich gern. Willst du damit sagen, dass du in der Küche arbeiten willst? Naja, das wäre echt toll. Da gibt's sicher eine Menge Zeug, das ich in meinem Inventar ganz gut machen würde. Wie bitte? Oh. Nichts. Na gut, dann mache ich dich vorläufig zum Sous-Chef. Sag Bruno, dass du sein neuer Gehilfe bist
und zeig ihm, was du drauf hast. Danke, Murray. Ich werde mein Bestes geben. Okay, cool. Ich lass ihn mal. Ich will aber jetzt noch mal... Western vorbei. Dachte schon, dass der Typ gleich stirbt, aber... Tut mir leid, das... Was denn noch? Okay, dann sag... Wovon redest du da? Klaatu, Barada, Nektai? Nektar? Nickel? Ach, scheiße, wie war das nochmal? Ich weiß, es ging mit N los. Wie war das scheiß letzte Wort? Nikto. Das war's. Klaatu, Barada, Nikto. So, ich hab's gesagt. Also aus dem Weg jetzt, die Bibliothek erwartet mich. Was geht denn bei dir ab? Was soll denn das werden? Uns deaktivieren? So langsam fängst du an, mir auf den Sack zu gehen. Ich dachte, das wäre das Passwort. Das Passwort? Ich glaube, da hat dich jemand verarscht, Kleiner. Du wirst hier eine richtige Lachnummer. Arschlöcher. Willst du's heimzahlen? Ja. Ja, will ich. Willst du ein für alle Mal klar machen, dass man so nicht mit dir umspringen kann? Ja, sicher. Willst du bis Dienstag überleben? Auf jeden Fall. Also, was muss ich tun? Komm in die Wäscherei und ich zeig's dir. Aber ich warne dich. Wenn du beißt, schlag ich dir die Zähne ein. Nenn mich einfach Bord. Okay, ich weiß, worauf das hier hinausläuft. Und ich passe. Na komm schon. Lass mich nicht hängen. Ich hatte mir schon Hoffnung gemacht. Gib mir wenigstens einen kleinen Kuss. Ein Kuss? Vergiss es, das ist mir zu brenzlig. Ich hau ab. Ein Kuss. Bis dann. Und sei vorsichtig. Hier drin weiß man nie. Okay. Ich würde die drei ja auch solo packen, aber ich bin nicht Randall und Randall ist nicht ich. Also... Hallo nochmal, mein Freund. Ich will hier... Verpiss dich aus meiner Küche, Kakerlack! Hey, warte mal, Bruno. Ich soll dir hier beim Kochen zur Hand gehen. Wer sagt, dass ich Hilfe brauche? Murray sagt das. Vielleicht solltest du mal ein Wörtchen mit ihm reden. Ich will keinen Ärger mit den Wachen. Die haben mich eh schon auf dem Keker, seit ich einem von ihnen mal den Daumen abgebissen habe. Oh, okay. Also, was soll ich machen? Ich sag doch, ich brauch keine Hilfe. Aber... Schätze, du könntest mal mit der Suppe anfangen. Nimm den Topf da drüben. Alles klar. Den trage ich nirgends. Ich werd's nicht mal probieren. Oh Mann, es ist ein Matic-Produkt. Mm. Der Zettel. Ein Haufen kleiner Dreiecke. Kontrollknöpfe, okay. Lila, grün, braun, lila, grün. Heck. Lila, grün, braun, lila, braun. So. Aber hier ist kein scheiß Braun, Alter. Das ist der, das Braun ist der da und dann wieder hier dieser und dann da. Ich probiere es einfach mal, Moment, muss ich mir nochmal merken. Also,
Also hier, dann da. Dann da, hier und da. Okay. Hm. Einstellung. Ah, ich meine einfach grün, blau, grün, grün. Welcher grüne ist das eigentlich? Ich meine, das ist der da. Dann der da ist dieser und dann. Ja, okay, in dem Muster mache ich das jetzt mal. Ich nicht verstehen das können. Den trage ich ne. Nur kaltes Wasser. Vielleicht jetzt. Ich jetzt dein Ernst? Oh Mann. Bruno. Provozier bloß nicht meinen Blutdurst. Fang mit der Suppe. Was zum Geist? Ja, okay. Ich verstehe das immer noch nicht. Oh Mann. Vor allem, wie soll das bloß da die beiden sein? Einstellknöpfe. Die vier. Oh Mann. Das erinnert mich an den Konami-Code. Ist echt ähnlich. Echt jetzt? Echt jetzt? Hey, was zum Geier ist hier los? Was treibst du denn, Grünschnabel? Nichts. Ich mach doch nur die Suppe. Ich werd's nicht mal probieren. Ich stecke mein. Was da wohl drin? Ah, der Ofen, in dem Bruno immer das. Ja, okay. Na, sieh mal, wer da kommt. Wenn das nicht unser Freund Randy ist.
Hast du schon mit Box gesprochen? Hat er dir sein Necronomicon gezeigt? Wie läuft's mit dem Waldspuck-Wettbewerb? Tja, wir warten nur auf den Koch. Den Koch? Bruno, der Koch. Der ist dieses Jahr Favorit. Warum nennt er ihn der Koch? Weil er der Koch ist. Ach so. Dachte, das wäre nur so ein Spitzname oder so. Also, wie ist das Essen hier drin so? So schlimm, wie man sagt? Ich gebe dir mal einen Gratis-Tipp, bevor du dir Ärger einhandelst. Hier drin bist du nichts wert. Es sei denn, du kannst was für andere tun. Sleazy zum Beispiel kann einfach alles besorgen. Was ich sagen will, wenn du nichts beizusteuern hast, dann kümmert sich niemand um deinen Neulingsarsch. Verstehe. Bruno ist hier der Koch. Und wenn der Spitz kriegt, dass du sein Essen schlecht machst, kriegst du kein Essen. Also pass auf, wem du was sagst. Mach ich. Kluger Junge. Also, nochmal versuchen? Das verdammte Arschloch hat mich ausgetrickst. Hey, Arschnase. Er ist einer von uns. Bisschen Respekt hier. Einer von euch? Ihr erzählt doch nur Scheiße. Was hat denn der schon drauf? Immerhin hat er mit einem Satz aus dem Film letzte Woche einen verblödeten Rookie dran gekriegt. Also so seid ihr gewickelt, ja? Hey, sieh's mal positiv, Junge. Immerhin hat's Spaß gemacht. Hey, du verdammter Lügner, wir sind noch nicht fertig. Entspann dich, war doch bloß ein Spaß. Jetzt habe ich dich auf meiner Liste. Du weißt ja, wo du mich finden kannst, Neuling. Du hältst dich besser von unserem neuen Freund fern. Oder eine Nacht mit Box in der Wäscherei wird sich wie ein Abschlussballdate anfühlen im Vergleich mit dem, was wir mit dir anstellen. Ach, das ist ein Anfänger. Ah. Nein, und seinen Arsch auch nicht. Ach ja? Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass ihr beste Freunde geworden seid. Guck mal, der kann kaum noch laufen. Ich hab mir nur einen Wolf gelaufen. Ich hab den Typen nicht mal berührt. Habt ihr das gehört, Jungs? Der Neue ist frigide. Was soll ich sagen? Ist einfach nicht mein Ding. Entspann dich, Junge. Wir machen nur Spaß. Box geht uns voll am Arsch vorbei. Kann ich nicht hochheben. Was zum Geier machst du? Ja, was zum Geier? Man darf nach den Regeln keine Sachen auf den Boden legen. Na, dann zeig mir doch mal die Regeln vom Weitspuck-Wettbewerb. Besonders die Stelle, wo es heißt, dass man keine Sachen auf den Boden legen darf. Wow, da hat er aber recht. Wie auch immer, Junge. Glaube nicht, dass dir das irgendwie nützt, so scheiße wie du spuckst. Ich werde dafür jetzt... Ich will... Du dir keinen Zwang an, Junge. Ich meine, ich muss auch da hinten spucken, wo das aufhört. Du bist besser geworden. Aber leider ändert das... Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Oder ich muss... Okay, da es zurückgeht. Gucke mal, kann ich den Napf da hinstellen? Ich studiere. Okay. Hey, Neuling, Vorsicht! Sorry, da habe ich mich wohl Dann nehmen wir den Wok. Also bei der Pfanne geht es nach hinten. Der Wok ist höher. Da muss ich wahrscheinlich nach vorne gehen, meine ich. Ja, yeah, der Grüne war schon ganz nett. Aber du bist noch lange nicht beim 63-7-Rekord von Harry Masterson. Gott hab ihn selig. Scheiß auf Harry Masterson. Okay, dann wäre ich dafür. Dann lege ich die Pfanne dahin. Dann geht das zurück. Ich will die Zeitung haben, aber... So,
So, das müsste jetzt funktionieren eigentlich. Oder? Ich will... Studier keinen Zwang an, Junge. Ja, yeah, der Grüne war schon ganz nett, aber du bist noch lange nicht beim 63-7-Rekord von Harry. Scheiß auf Harry. Hä? Ich studiere. Yeah! Scheiß. Okay. Kann ich nicht hochheben. Ich will studier keinen Zwang.